Hey ihr Süßen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, dir geht's gut. Wie heute haben wir uns versammelt, um über Temptation Island zu sprechen. Es startet ja am 2. Oktober. Die Paare wurden ja veröffentlicht und da sind einige bekannte Gesichter dabei und aber auch andere, wo ich mir dachte so, who is this? Und ja, ich dachte mir, es wurden ja so ein paar erste Interviews der Paare veröffentlicht und da beantworten die ganz spannende Fragen, ja, und ich dachte mir so, ja, lass uns da mal so ein bisschen reingucken, welche Charaktere, also mit welchen Charakteren wir es hier zu tun haben und was uns dann eventuell so ein bisschen in der Show erwartet und vielleicht können wir jetzt schon so ein bisschen herausfinden, welche Paare problematisch sind und welche nicht. Vorab, bevor ich anfange, wenn du neu bist auf diesem Kanal, dann überleg dir sehr gerne, ob du hierbleiben möchtest und mich unterstützt, indem du sehr gerne abonnierst, unterstützt mich und da lohnt sich natürlich dann auch die Arbeit, die ich hier mache. Und ich hoffe, das Video gefällt euch, freut euch drauf, genießt es und lasst uns einfach anfangen. Let's go! So, bevor wir anfangen, die zwei, also die ersten, das erste Paar sind Rebecca und Adrian. Bei denen wird jetzt schon so ein bisschen gemunkelt, dass die gar nicht mehr zusammen sind. Hören wir uns mal das Interview von denen an und achten wir mal ein bisschen auf Körpersprache, Dynamik, Antworten, die sie geben und dann reden wir drüber. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt bei Bachelor in Paradise und ich glaube anziehen aneinander, keine Ahnung, der kam da angeschwommen auf seinem Kanu und dann ja, haben wir uns eigentlich direkt verbunden miteinander. Ich bin auch ein Mordskerl jetzt, ehrlich. Ja, erinnert euch noch an die Staffel, in der sich die beiden kennengelernt haben und erinnert euch so ein bisschen auch an die Kennenlerngeschichte. Also ich glaube, damals war es so, dass Rebecca definitiv hin und weg war von ihm und er war so ein bisschen auf dem Pedestal, sagt man so schön, ne? so ein bisschen wieder, sie hat ihn sehr hochgehoben und der ist so der Tolle, ich will ihn unbedingt, ne? Und da hatte ich eh damals schon das Gefühl, das Gleichgewicht ist so ein bisschen nicht so ganz da, weil sie ihn so ein bisschen verehrt und er ist so der Preis für sie. Und dann sind die trotzdem zusammengekommen. Also es hat dann doch funktioniert und jetzt sind die bei Temptation. Bin ich mal gespannt, wie das gelaufen ist. Ja, also mein Vertrauen hat der gute Herr ja schon etwas arg missbraucht. Deswegen, ich würde mal sagen, ein Grundvertrauen ist da, so. Aber alles andere ist eher so Misstrauen. Wie sehr vertraust du mir? Ja, bei dir ist es schwierig, ne? Nee, also, keine Ahnung, kann man von 100%igem Vertrauen reden? Gibt's das? Ja, doch, dann sage ich mal 99,9%. Ich finde die Antworten sehr, sehr spannend. Also, zu ihrer Antwort, dass sie das Vertrauen schon so ein bisschen gebrochen ist. Wir wissen, falls ihr das Wiedersehen von Bachelor in Paradise geschaut habt, dass da so ein bisschen schon rauskam, dass er Scheiße gebaut hatte. Die beim Wiedersehen kam zwar raus, dass die zusammen sind, aber Stimmen haben da schon so ein bisschen läuten lassen, dass er wohl Mist gebaut hat. Und die haben dann nicht drüber geredet, die haben dann nicht öffentlich gemacht, was genau er gemacht hat. Man hatte ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Rebecca damals mundtot gemacht wurde oder sich nicht äußern durfte, sonst wären dann wahrscheinlich die ganze Clique gegen sie gewesen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hieß es da schon, okay, der hat was gemacht. Dann frage ich mich, was genau hat er gemacht? Ist der fremdgegangen? Weil er ist ja auch so ein bisschen in dieser Kahn-Clique und auch mit Lukas und so damals von Bachelorette. Und ich denke mir so, ist der fremdgegangen? Sie hat ihm das verziehen. Er sagt, er vertraut ihr 100%. Also sie vertraut ihm nicht, er vertraut ihr 100%, weil er hat Mist gebaut. Sie hat ihm das verziehen, sie vertraut ihm nicht, aber er weiß, er kann sich 100% darauf verlassen, dass sie nicht fremd geht. Ich finde das sehr, sehr spannend, diese Antworten zu hören. Ich erhoffe mir von der Teilnahme bei Temptation VIP, dass wir danach einfach noch eine gefestigere Bindung haben und noch eine krassere Beziehung haben, dass wir uns in vielen Sachen klar werden, dass er an seine persönlichen Grenzen kommt und für sich seine noch mehr seine Sachen bewusst wird und bei mir eigentlich genau das Gleiche. Also ich erhoffe einfach Klarheit in jeglichen Hinsichten. Es gibt ja so ein bisschen die Aussage, dass Paare, die zu Temptation gehen, dass es keine Paare sein können, die wirklich happy sind.
Und man hat durchaus oft erlebt, dass klar Paare uns so ein bisschen das Happy Life vorgaukeln, in die Show reingehen und dann fremdgehen und dann damit rechtfertigen, die waren nie wirklich happy. Und man hat sich dann auch immer gefragt, okay, warum habt ihr dann nicht vorher irgendwie das beendet? Und mein Instinkt sagt mir, dass wir es hier mit einem Paar zu tun haben, wo das Ganze schon länger bröckelt und nicht mehr so safe ist. Und hier vielleicht auch Temptation Island dann der endgültige Todesstoß ist. Einfach weil, klar, einmal haben wir die Gerüchteküche. Ich mag die Antworten von Adrian und ihr nicht. Also sie sind super gegensätzlich, die Antworten. Ich mag ihre Körpersprache nicht. Also das bedeutet jetzt nicht, dass ich sie nicht mag, sondern ich meine damit, dass ich da was reininterpretiere. Und ich finde, sie wirkt recht distanziert zu ihm und so ein bisschen nicht ganz bei ihm. Und er wirkt so ein bisschen, naja, die habe ich safe. So ein bisschen habe ich diesen Vibe geben die mir. Die wirken jetzt nicht total verliebt ineinander. Also sie wirkt nicht total verliebt, sie wirkt eher so, I'm so over him. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also für mich bedeutet Treue ganz klar, dass man ehrlich zueinander ist, dass man loyal gegenüber ist. Nicht mal, für mich ist Treue nicht nur, weil du mir nicht fremd gehst, bist du mir treu, sondern dafür gehört einfach viel, viel mehr dazu. Ich finde so, diese Grundbausteine sind für mich schon Treue. Ja, allein schon dieses etwas vor jemandem verheimlichen, das ist ja auch schon irgendwie untreu, dem Partner gegenüber zu sein. Alles, was meine Partnerin irgendwie ins schlechte Licht rücken könnte, ist für mich untreu sein. Also ich sag dir so, wie es ist, wenn ich dich mit einem anderen Mann im Bett liegen sehe, dann ist komplett vorbei, dann breche ich das ganze Ding ab und dann können wir alle nach Hause fahren. So ernst weiß ich jetzt nicht, ob es wird, aber ein anderer Mann hat auf jeden Fall nicht bei dir im Bett zu schlafen. Ja. Niemals. Körperkontakt ist so ein Ding, ist situationsabhängig. Wenn du müde bist und deinen Kopf irgendwie an die Schulter packst oder er dich tröstet oder es ihm nicht gut geht und du ihn tröstest, das bin ich ja der Letzte, der irgendwas sagt. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, ne? Es sind echt Kleinigkeiten. Also so Kleinigkeiten, wie er auch missgebaut hat oder was genau sind Kleinigkeiten? Ich finde, ich liebe die Doppelmoral. Ich will jetzt nicht sagen der Männer an dieser Stelle, ich will jetzt nicht auf die Männer gehen, aber mir gefällt das nicht. Mir gefällt das nicht, dass er da missgebaut hat und sie ihm verziehen hat. Also nicht, weil ich nicht denke, dass man nicht eine zweite Chance geben kann, sondern ich höre schon raus, dass er Dinge sich rausnimmt, die sie nicht darf. Oder wie er zumindest sagt, er möchte nicht, dass ein anderer Mann sie anfasst. So. Und schon sehr herrisch, das ist meins. Ich vertraue ihr zu 100%. Also er weiß schon, dass sie sich da keinen Mucks erlauben sollte, weil er sofort Schluss macht. Aber er ist derjenige, der Schluss gemacht hat. So ein bisschen merkt er so sein Mindset. Ich denke mal, wer bist du? Digga? Weißt du? Aber genau. Merkt ihr so ein bisschen das, was ich meine bei Rebecca, also ihre Körpersprache? Also ihre Mimik ist sowieso nochmal was komplett anderes, weil das Girl sieht überhaupt nicht glücklich aus. Also wenn ihr mir sagt, dass das glücklich ist, dann möchte ich für immer Single bleiben. Because she's so over it, also sie wirkt super so, wie heißt das? Traurig irgendwie so ein bisschen. Wo ist die Lebensfreude? Where is that? Also das Kleid auch, was sie trägt, das ist voll das schöne Kleid, aber sie steht da. Wie 3 Tage Regenwetter oder so? Also wenn ich etwas sehe, was sie bei mir nicht tut, aber bei einem anderen Mann, dann drehe ich schon komplett durch, weil denke ich mir so, warum bei mir nicht und bei ihm? So. Er kann dafür nichts, ich meine, die müssen das machen. Aber halt für mich wäre so diese Grenze, wenn ich halt so sehe, dieses Emotionale. Ich finde es gar nicht so schlimm, dieses Touchy-Matchy und Sonstiges. Klar, nicht am Popo anfassen, nicht an dem hier und so, ne? Und was ich auch nicht so cool finden würde, wäre jetzt so dieses komplett nahe sein. Das machen die ja auch sehr gerne, ne? Weil da wird man einfach schwach, wenn man sich dann lange in die Augen guckt. Ja, es ist echt situationsabhängig. Ich lasse es einfach komplett auf mich zukommen. So, jetzt wird ja gemunkelt bei beiden, dass sie nicht mehr zusammen sind. Sie lassen das auf sich zukommen. Jetzt habt ihr also die Antworten gehört. Was sagt ihr? Denkt ihr, die haben es geschafft? Und wie bewertet ihr die Dynamik? Ich bewerte die Dynamik so, ich sag's einfach knallhart raus, wie meine Gedanken sind, ohne zu groß zu filtern. Also mein Gefühl sagt mir, dass die Gefühle da nicht mehr am Start sind, dass die Rebecca nicht glücklich ist. Ich glaube auch, dass er so ein bisschen, also irgendwie, ich spüre keine
keine Leidenschaft, kein Feuer. Die sind so teilnahmslos miteinander in diesem Interview. Als, ja, es hätten die eigentlich miteinander schon abgeschlossen, so ein bisschen. Man könnte das Video eigentlich so in Grau hinterlegen. So, so traurig kommt das mir rüber, so ein bisschen die Dynamik, die ich da sehe. Auch die Fragen, wie die sie beantworten, das ist so like, ich ziehe das jetzt, ich bringe das hinter mir. Und auf Basis von dem, was da so ein bisschen rumkursiert, dass sie da mit einem Verführer was angefangen hat, glaube ich, sie ist da reingegangen und hat wieder so ein bisschen Lebensfreude gehabt und hat einfach wieder dieses Feuer gespürt im Leben und hat dann mit einem was angefangen und hatte da eh keinen Bock mehr auf ihn. Das sind meine Gedanken. Und ich glaube, dass er das aber auch spürt. Ich kann es euch nicht sagen, warum. Ja, und das ist, ich denke, dass die Beziehung kaputt gegangen ist bei Temptation Island. Ja, und nochmal zu der Sache mit, nochmal, das ist ein totaler Exkurs, aber Layla und sie sind ja irgendwie, folgen sich nicht mehr, die waren mal Fans und nicht mehr. Und ich hatte da ja auch schon mal gesagt, dass es damit zusammenhängen könnte, dass die zwei hier sich getrennt haben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ihr so ein bisschen seht, wie er auch die Fragen beantwortet und sagt, kein Mann, fass dich an, dass wenn sie da fremdgegangen ist, könnte ich mir vorstellen, dass er danach so ein bisschen auch auf, eventuell so ein bisschen auf Rachetour gegangen ist. We don't know, ist nur meine Meinung oder Interpretation so ein bisschen. Und er und Layla folgen sich ja und dass er da vielleicht dann noch Dinge gedroppt hat, die sie in der Beziehung zu ihm gesagt hat. Und ja, also ich glaube definitiv, also mein Gefühl sagt mir, die sind nicht mehr zusammen. Was denkt ihr? Schreibt mir das. So, jetzt kommen wir zum nächsten Paar. Die kennen wir auch noch. Die haben sich bei Ex on the Beach kennengelernt. Und zwar Jessica und Jermaine. Wir haben uns kennengelernt bei Ex on the Beach. Und ja, seitdem sind wir ein Pärchen. Einfach aus dem Grund, weil wir wissen, dass wir es schaffen. Ja? Anfangs waren wir so, ey, niemals, wenn wir reingehen mit einer gesunden Beziehung. Aber unser Vertrauen ist so krass geworden, dass wir sagen, ey, wir würden es sogar easy schaffen. So, let's go. Deswegen machen wir es. Und ja, ist so ein Kick nochmal und ich kann nochmal beweisen, ey, ich bin auf jeden Fall zu 100% bei dir, ich liebe dich, ja, so, ich brauche niemand anderes, das will ich auch nochmal beweisen. Oh, you. Also die zwei sind ja wirklich süß, ne, und das sind wirklich zwei, mit denen keiner gerechnet hätte, dass das vor allem so lange hält. Wir können uns noch ein bisschen anhören, was die sagen, aber ich habe eher das Gefühl, dass die das bestanden haben, einfach so ein bisschen auf Basis, wie die antworten, wie die aktuell auch auf Social Media agieren. Ich habe nicht das Gefühl, also wenn dann jemand fremdgehen würde, ich glaube, Jessica ist eine Frau, die wirklich auch jeden Mann haben könnte, also sie ist eine sehr attraktive Frau und sie hat ja auch so super Vertrauens-Issues, ne? Das war ja bei Ex on the Beach so ein bisschen zwischen denen das Thema und er hat dann schon echt gekämpft, damit er sie dann kriegt, also ne, und das ist dann die Traumfrau, die er dann bekommen hat. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er jemand ist, der das so aufs Spiel setzen würde. So. Und die sind jetzt schon echt eine Weile zusammen und wirken schon sehr süß. Ne? Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass sie super toxisch sind, sondern schon echt ein cutes Paar. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der dann in der Show wirklich das aufs Spiel setzt und fremd geht. Weil sonst, ja, hätte man das irgendwie ein bisschen gemerkt auf Social Media oder auch auch durch die Art und Weise, wie sie sich kennengelernt haben. Das war jetzt nicht wie bei Adrian und die andere, dass sie ihn, den Adrian eher wollte, sondern hier war das so ein bisschen mehr auf Augenhöhe und er hat dann schon gekämpft für sie. Deswegen, ich glaube nicht, dass sie sich getrennt haben durch die Show. Ich gehe zu Temptation, um Leuten da draußen zu zeigen, dass man es schafft, weil Temptation hat mittlerweile, finde ich, einen Ruf, dass alle Angst haben. Und ja, ich will zeigen, dass man das easy schaffen kann, wenn man eine gesunde Beziehung hat und dass man da nicht immer nur getrennt rausgeht, sondern dass man da auch vielleicht sogar noch stärker rauskommen kann. Ich mag an Jessie ihre gutmütige Art. Sie hat ein großes Herz, sie ist sehr, sehr liebevoll und zuvorkommt und sie sorgt sich sehr gut um mich. Ja. Manchmal zu viel, aber ist gut. Ich mag an ihm, dass er sehr liebevoll ist, dass ich mit ihm über alles reden kann, dass er immer für mich da ist, dass er probiert, der beste Partner für mich zu sein.
Also er ist stets bemüht, also nein. Aber ich finde einfach allein schon die Art und Weise, wie die so ein bisschen miteinander umgehen, wie die reden, wie die Mimiken, sind so süß zueinander, die lachen. So wisst ihr, da ist noch ein bisschen Lebensfreude da im Gesicht. Im Vergleich zu Rebecca und Adrian, da hatte man das Gefühl, da wurde ihnen jegliches Leben aus dem Körper ausgesogen, ausgesaugt, ausgehaucht. Also Rebecca steht halt wirklich da und mir fehlt da wirklich diese Lebendigkeit. Und hier, das ist doch eine ganz andere Nummer. Also das sind zwei, die wirklich miteinander sich noch liebe Sachen sagen, die sich gegenseitig anlächeln, die schminkt sich noch an seiner Schulter und sowas. Und Rebecca und Adrian standen einfach wirklich richtig steif da und er hat die Hand irgendwie auf ihre, wie heißt das, auf ihre Waist hier. Und ja, also da hat alles gefehlt. Wo ist diese Verliebtheit geblieben? Also ich glaube, die war over. Ich vertraue ihm mittlerweile zu 100%. Er macht alles so, wie es richtig ist. Ne? Unsere Beziehung ist sehr gesund, null toxisch. Ich vertraue ihm. Ja, ich vertraue ihm. Ja, ich vertraue dir genauso. Ja, ich vertraue dir zu 100%. Ich würde niemals denken, dass du fremd gehst. Nie im Leben. Jetzt hier auch bei Temptation Island. Also ich bin guter Dinge. Ich bin da irgendwie entspannt, vielleicht zu entspannt. Ja, Jermaine, sieh dich vor, vielleicht bist du echt zu entspannt. Nee, aber wie gesagt, was ich vorhin auch sagen wollte, ich glaube halt, dass Jessica, die jetzt also so Vertrauensprobleme hatte, bevor sie mit ihm zusammengekommen ist und das jetzt eine Weile läuft, sie ist eine sehr attraktive Frau. Ich glaube, dass die Männer da durchaus auch auf sie stehen werden. Und ich denke mir, wenn sie das hätte beenden wollen oder fremdgehen wollen, oder so diese Aufmerksamkeit suchen wollen, dann hätte sie es ja vorher schon haben können. Und ich glaube, dass diese Beziehung, die jetzt einfach gesund ist, ihr wahrscheinlich wichtiger ist als jeder Flirt. So, das ist so meine Einschätzung. Und daher denke ich, dass die beiden sich schon wissen, was die voreinander haben. Und die wirken für mich, auf mich, schon sehr wertschätzend, liebevoll miteinander. Und ich finde das süß. Ich finde das ein echt cooles Beispiel einer Beziehung im Trash, wo man jetzt nicht gedacht hätte, dass das zusammengehört. Aber was zusammengekommen ist und wirklich zusammen geblieben ist. Und ich glaube, der Jermaine, der ja oft diesen Ruf hatte als Playboy und sehr gerne auch in diesem Ruf sich da gesehen hat, dass, ja, seht ihr, jeder Playboy ist durchaus sanft und lieb. Man muss nur die richtige Frau treffen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Paar. Bei denen muss ich tatsächlich wirklich denken, wer sind diese Leute, ja. Ich musste dann ein bisschen recherchieren, ja, aber hat sich dann sehr schnell herausgestellt, wer die Leute sind. Wir hören erstmal die zwei an und dann sage ich was dazu. Wir haben uns auf Lisas Geburtstagsfeier kennengelernt. Erzähl du mal, wie es war. Ja, wir haben einen gemeinsamen Freund, den kennt man auch, Jonah Steinig. Und den habe ich zu meinem Geburtstag eingeladen und ich habe im Club gefeiert und er meinte, er bringt noch einen Freund mit und das war dann der Acker. Ja. Also, wenn ihr euch jetzt auch die Frage stellt, Vanessa, wer sind diese Leute, die du uns hier präsentierst? Ja, die gleiche Frage habe ich mir gestellt und ich bin da auf die Recherche gegangen. Also das sind Lisa und Acker. Und tatsächlich kennt man den jungen Mann von Too Hot to Handle, Germany, falls ihr das geschaut habt. Viele haben es nicht geschaut. Ich habe es auch nur bis zur Hälfte geschaut und dann war mir das Denglischen von ein paar zu nervig. Ich mach's auch, ich weiß. Aber nee, ich fand die Show einfach ein bisschen cringe. Also nicht wegen dem Denglischen nur, sondern die war mir zu sehr auf, wir versuchen zu hart auf amerikanisch, ne, dieses Level zu haben. Es war mir nicht so authentisch genug. Und der Bro hier war wohl bei Too Hot to Handle. Ja, also ich finde ihn ja süß, ne? Too Hot to Handle, dazu müssen wir noch reden. Ich will nicht gemein sein, aber he's cute. Vielleicht sieht er echt anders aus, Ausstrahlung wieder. Er sieht mir halt aus wie so ein kleiner süßer Küken. Er ist cute, ja? Aber Too Hot to Handle, da erwarte ich was anderes. Aber okay, don't come at me. Ich habe nicht gesagt, er ist hässlich. Er ist süß. Und sie, die kennt man durch Matt Hummels. Die hat eine Schlagzeile generiert, dadurch, dass sie mit Matt Hummels was hatte. Leute, ihr seht, ihr habt 40-Stunden-Job und ackert euch ab bis zum geht nicht mehr. Hallo, ihr müsst einfach nur einen Fußballer klären und da eine Schlagzeile generieren. Dann seid ihr bei Temptation. So einfach kann es laufen. Warum arbeitet ihr? Warum gebt ihr euch diesen Stress? Ja, also easy. Nee, literally, das Girl wurde berühmt, weil sie mit Matt Hummels was hatte.
Also, wo sind meine Schutzengel? Warum passiert mir sowas nicht? Wisst ihr, wie hart ich arbeite, Digga? Warum? Warum? Ja, und das ist die Lisa Straube und sie ist jetzt bei Temptation mit Acker. Get welcome und wir freuen uns, euch kennenzulernen. Ich würde auch sagen, wir vertrauen uns auf jeden Fall sehr und sehen das hier einfach nur als kleine Challenge für uns selber, weil das ist wie Fußball gucken, sagen wir immer gerne. Man guckt Fußball, man weiß alles besser, man kann alles besser und so ist das, wenn wir Temptation gucken. Ja. Und jetzt wollen wir es halt selber mal machen. Wir machen da mit, weil wir eigentlich den nächsten Step wagen wollen. Ob unsere Beziehung wirklich so standhaft und gut ist, wie wir uns denken, das werden wir dann am Ende sehen. Ja, dadurch, dass Acker und ich natürlich schon über ein Jahr zusammen wohnen und mittlerweile auch in Dubai wohnen. Wir haben ein Haus in Dubai, wir haben 2 Hunde, das sind unsere Kinder. Da steht natürlich richtig viel für uns auf dem Spiel, aber ja, wir wissen beide, was wir haben, was wir uns aufgebaut haben und was es ja alles zu verlieren gibt. Ja, spannend. Die beiden haben schon ein Haus in Dubai, Hunde und die haben sich vor einem Jahr kennengelernt oder so. Oder vor 2 höchstens. Was mache ich falsch in meinem Leben? Was mache ich falsch? Like, literally, dieser Skandal mit Mats Hummels war doch gerade erst vor einem Jahr, oder nicht? Wann hat die den kennengelernt und in Beziehung angefangen, ist nach Dubai und hat Hunde? Was ist mit mir falsch? Warum kriege ich das nicht hin? Wisst ihr, was ich meine? Ich habe nicht mal ein Auto. Es ist so traurig, ja. Und die kriegt einfach einen Artikel über Mats Hummels und hat direkt Haus, Kinder, bla bla. Und jetzt kommen wir zu den Big Elephant in the Room. Ja, das Girl ist schwanger. Ich weiß nicht, ob RTL das gedroppt hatte oder sie selber. Temptation wurde verkündet und dann auch schon die Schwangerschaft. Also jetzt kommen auch schon die Kinder. Also zack, zack, zack. Ja. Und daher weiß man jetzt eigentlich schon, dass die das bestanden haben. Also können wir uns den Rest von den beiden auch sparen an dieser Stelle. Also zum nächsten Paar. Wenn wir getrunken haben, sind wir beide offen. Sie vielleicht ein bisschen mehr als ich, würde ich jetzt so sagen. Das werden wir sehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt beide irgendwie direkt auf Konfrontation irgendwie oder auf Angriff gehen bei den Verführer und Verführerinnen. Safe nicht. Natürlich wäre ich enttäuscht und super verletzt, wenn er jetzt nur mit einer Verführerin da die ganze Zeit rumhängen würde und ich merken würde, dass die beiden eine Connection zusammen aufgebaut haben. Das wäre schon sehr heftig und ich bin auch ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde. Wer sind diese Leute? Naja, da habe ich auch wieder recherchiert, ne? Ich bin auch ein No-Name, okay, aber ich kenne einige Reality-Stars und wir sind ja in der VIP-Staffel von Temptation Island und ja, ich kenne sie nicht, aber der Name sagt mir was, Wollny, die Wollnys kenne ich, so. Daher muss ich diese Dame wohl auch kennen, weil sie heißt Sarah Jane Wollny. Ich kenne nur Serafina Wollny oder so, ich habe das nie geguckt. Whatever, ne? Das ist wahrscheinlich einfach wieder so eine Familie, ja, die famous wurde. Und sie ist wohl eine Wollny und der heißt Tinusch. Und sie sind jetzt bei Temptation Island. Yay! Mein Grund für meine Unsicherheiten ist tatsächlich die Tatsache, dass er mir nicht sagen kann, dass ich seine Traumfrau bin. Ich glaube, wenn er mir sagen könnte, dass ich seine Traumfrau bin, müsste ich mir ja gar keine Sorgen machen. Dass er vielleicht eine bessere findet, wo er dann direkt das Feeling hat, dass es seine Traumfrau ist. Ich gehe mit dem Wort Traumfrau sehr vorsichtig um. Wir hatten in unserer Beziehung auch Phasen, wo es nicht wirklich gut gelaufen ist und ich auch Gedanken hatte, dass es vielleicht doch nicht passen könnte, weil wir einfach auch zwei sehr unterschiedliche Menschen sind. Unsere Liebe war einfach immer so stark, dass wir... Ja, dass das uns zusammengehalten hat. Also wirklich, ich liebe sie über alles, muss ich tatsächlich so sagen. Auch wenn ich weiß, okay, wir sind super unterschiedlich, wir haben nicht vielleicht immer dieselben Interessen, aber trotzdem ist halt die Liebe einfach so stark bei uns. Die Liebe ist einfach so stark, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ich kaufe ihm das ab, dass er da einfach nur mit der Begriffsdefinition ein Problem hat, aber eigentlich sie über alles liebt. Also, irgendwie gibt er mir so diesen Vibe, als würde er reinkacken. Ich kann es euch nicht sagen, woran das liegt, ob das die Ausstrahlung ist, ob es die Tatsache ist, dass er ihr nicht sagen kann, dass sie seine Traumfrau ist oder ob ich einfach denke, Bro,
irgendwie wartest du jetzt auf was Besseres oder was. So dieses Gefühl, diesen Vibe gibt er mir, so dieses, ja, das ist jetzt meine Freundin und so, aber ne, grundsätzlich hätte ich mir was anderes gewünscht. Zu dieser Thematik, euer Partner, kann ich zu euch sagen, ihr seid die Traumfrau, finde ich problematisch, sage ich ganz ehrlich. Weil, Bro, warum bist du dann mit mir zusammen, wenn ich nicht deine Traumfrau bin? Bin ich dann deine zweitklassige Frau? Deine zweite Traumfrau? Oder what's going on? Like, wenn ich nicht die Queen bin, deines Universums, deiner ganzen Sphäre, what am I doing here? Was mache ich hier? Was ist mein Job? Ja, ich müsste 24/7 in deinen Gedanken sein, so deinen Kopf umkreisen wie der Mond die Weltkugel. Ja, und jetzt sagst du zu mir, ich bin nicht deine Traumfrau. Like, who is it? Wer ist es dann? Jennifer Lopez? Huh? Wenn es nicht mindestens Beyoncé ist, haben wir ein Problem. Dann müssen wir reden. Because das funktioniert nicht. Und ich finde halt, wenn man auch in der Liebe, in der Beziehung anfängt, Dinge rational zu erklären, dann bin ich auch raus, Bro. Weil wir haben hier eine chemische Verbindung. Wahrscheinlich ist sie gar nicht chemisch. Ist Liebe chemisch oder ist es was anderes? Auf jeden Fall sind da ne, Gefühle, Emotionen und Energien im Spiel. Und laber mir nicht das Ohr voll von wegen Begriffsdefinition von Traumfrau, bla bla bla. Und seine Definition, seine Erklärung ist ja, dass die einige Themen der Beziehung hatten, weswegen er nicht Traumfrau zu ihr sagen kann. Und ich denke mir so, Bro, man lernt doch jemanden kennen und man ist ja von Anfang an erstmal vielleicht gecatcht oder die entsteht mit der Zeit. Also war sie von Anfang an direkt problematisch und dann bist du trotzdem mit ihr zusammengekommen? Also warum bist du dann überhaupt mit ihr zusammen, wenn sie von Anfang an problematisch war? Oder hast du am Anfang gedacht, Traumfrau, und danach war sie nicht mehr Traumfrau, weil sie crazy wurde? Weiß ich nicht. Wisst ihr, habe ich ein Problem mit? Wie seht ihr das? Glaubt ihr, der geht fremd, der Boy? Das ist so eine Sache mit Newcomer. Man kann die nie einschätzen. Dazu sage ich jetzt auch nochmal gleich was. Auch zu der Tatsache, dass es auch zwei VIPs sind, aber auch VIPs, die man im Chat zumindest nicht so krass kennt. Nein, das würde ich nicht mit sagen. Also optisch finde ich sie super attraktiv. Es sind halt wirklich manche charakterliche Aspekte, wo wir halt einfach super unterschiedlich sind, ne? Hört sich jetzt doof an, aber ich kenne tatsächlich meinen Wert und wenn er ihn nicht erkennt, dann ist er selber schuld und dann war er eben für mich auch nicht der Richtige. Das hört sich überhaupt nicht doof an, es hört sich sehr gut an, Girl. Also ich glaube, die ist da gut dabei. Sie wirkt tough auf jeden Fall. Ich habe auch gesehen, dass sie unter den Kommentaren gut am Wüten ist. Ich dachte mir schon so, Girl, chill, die Show hat noch nicht mal angefangen und die ist schon am sich beefen in den Kommentaren wie sonst keiner. Die übernimmt schon meinen Job, wenn ich mich hier beefe unter meinen Kommentaren mit irgendwelchen Menschen. Also jetzt nicht ihr, sondern vereinzelt sind da natürlich immer sehr ein paar mutige Leute, die mich herausfordern wollen hier in den Kommentaren. Also ne, nicht konstruktive Kritik, sondern Müll schreiben. Und aber sie geht richtig ab in den Kommentaren. Das müsst ihr euch mal anschauen, wenn ihr Zeit habt und Lust habt. Ich dachte mir so, wow, Girl, das ist deine erste Show. Du bist doch bei den Wollnies, haben die nicht eine komplette TV-Serie? Und das ist zu viel Energie, die du jetzt schon verschwendest, obwohl die Show noch nicht mal angefangen hat. So, ich glaube, die ist ganz schön tough. Und ich glaube, vielleicht ist sie diejenige, die die Hosen hat in der Beziehung, weshalb, selbst wenn sie nicht seine Traumfrau ist, er sich nicht mal trauen würde, fremd zu gehen. Okay, so viel zu den Paaren. Jetzt haben wir so eine Situation, wie ich finde, ich persönlich, dass wir zwar eine VIP-Staffel haben, aber durchaus zwei Paare, die jetzt im Trash-Geschehen nicht so im Vordergrund sind bis jetzt. Also eine Lisa Straube, die wurde durch Mats Hummels bekannt und ist jetzt in der Show. Sie ist ja erstmal eigentlich unbekannt, ne? Also sie ist zwar jetzt bekannt, die hat über Nacht super viele Follower bekommen, aber eigentlich ist sie ja kein Reality-Star. So, deswegen ist sie ja eigentlich, würde sie eigentlich in eine normale Staffel gehören, aber dadurch, dass Mats Hummels sie gepusht hat, ist sie jetzt in der VIP-Staffel mit diesem Too Hot to Handle Boy, den auch keiner auf dem Schirm hat, wie ich finde. Also ich hatte ihn nicht auf dem Schirm. Und beide sind jetzt in der VIP-Staffel. Okay, ne, go, ne, mach das.
Und die zwei hier, die Wolny-Tochter, die hat auch Hunderttausende von Followern. Also sie hat eine Reichweite, aber im Trash, also in dieser Sphäre, was wir gucken, also ich weiß nicht, ob irgendwer von euch die Wolnys guckt, ich habe das Gefühl, das ist eine komplett andere Generation oder andere Zielgruppe. Ne? Ich gucke das nicht. Und dass sie jetzt von da ins Trash kommt, finde ich auch interessant. Und deswegen, ich habe gelesen, dass viele sich beschweren, dass die Paare nicht bekannt sind oder irgendwie, das soll eine VIP-Staffel sein, bla bla bla. Die ersten Paare waren durchaus bekannt, die kennen wir ja von anderen Shows. Die zwei letzteren jetzt weniger, und ihr habt ja verstanden, was ich meine mit weniger bekannt, die sind natürlich schon in der Öffentlichkeit, aber ne, nicht so viel in Trash-Shows gewesen, so wie wir es kennen. Und ich muss sagen, ich finde es gar nicht mal schlecht. Wisst ihr warum? Diese zwei letzten Paare haben so einen Hauch von, die sind Newcomer und die sind nicht so erfahren wie jetzt andere, die das Game schon durchgespielt haben, die vielleicht sogar extra zusammengekommen sind, um zu Temptation zu kommen, die aus strategischen Gründen ein Paar sind, um dann eine Show abzuziehen. All diese Sachen, die wir zum Beispiel bei der letzten Temptation Island Show gesehen haben, okay, das waren auch Newcomer, aber mittlerweile sieht man sehr, sehr oft, dass Paare, die schon sehr geübt sind in diesem Game oder in diesem Kosmos, dass sie dann sehr strategisch vorgehen, dass sie die Szenen unauthentisch rüberkommen, dass sie teilweise total übertreiben und man sehr schnell rausbekommt oder das Gefühl hat, dass das alles nur für die Kameras sind. Und zumindest in der letzten Staffel hat mir persönlich und uns vielleicht auch diese Authentizität gefehlt, dieses wirklich, diese echten Emotionen, dieses, dein Partner geht dir offensichtlich fremd und du entspannst dich. Also da war auch so eine gewollte Dummheit dabei. Sorry, ich kann es nicht da anders sagen. Dass man sich halt denkt, so, okay, für die paar Follower habt ihr jetzt alle eure Werte über Bord geworfen und gibt uns das, und die letzte Temptation Staffel fand ich kacke. Und deswegen, auch wenn ich jetzt auch denke, okay, jetzt für eine VIP-Staffel sind es jetzt Leute, die zwar in der Öffentlichkeit stehen, aber trotzdem so ein bisschen nicht so bekannt sind, finde ich es erfrischend, weil die können uns überraschen. Vielleicht haben wir wieder so einen Mark-Robin-Effekt, dass da wirklich ein kompletter Newcomer kommt, der nicht so erfahren ist und da sich dann Dinge erlaubt und eben na, so ein bisschen denkt, er könnte irgendwie die Produktion austricksen und solche Sachen, die halt wirklich Reality sind. Vielleicht haben wir solche Sachen. Wir haben eine Lisa, die noch nie in einer Trash-Show war. Und ich glaube, ihre Emotionen werden noch recht authentisch sein. Wir haben eine Serafina Wolny oder wie heißt sie? Auf jeden Fall die Wolny-Tochter, die jetzt schon in den Kommentaren schießt gegen jeden, der kritisiert. Und ich denke mir, wie authentisch ist das denn? Weil jeder andere, der so ein bisschen geübter ist, würde sich eher zurückhalten erstmal vielleicht oder keine Ahnung. Und die geht auf fast jedes Kommentar ein und ist da am Abgehen. Und deswegen denke ich mir so, ey, erfrischend, frischer Wind, auch wenn es VIP ist. Und die sind nicht so, vielleicht nicht so Fame-geil. Die sind ja schon Fame irgendwo wie andere. Und ja, schauen wir mal. Deswegen bin ich gespannt. Seid ihr gespannt auf die Staffel oder sagt ihr so, ne, bin ich raus, weil die sind mir nicht Star genug? Ich bin gespannt auf die letzten zwei Paare, die ich gesagt habe. Ich glaube, bei Jermaine und Jessica wird nichts passieren. Und das erste Paar wird natürlich sehr spannend. Also ich glaube, Rebecca und der Boy werden wahrscheinlich am meisten Sendezeit kriegen, weil die werden wahrscheinlich am meisten auf die Kacke hauen. Ich glaube, diese zwei hier, also die Lisa und der Akka, ich glaube auch nicht, dass sie fremdgehen, weil, wie gesagt, die ist schwanger. Also zumindest selbst wenn er da was gemacht hat, kamen die wieder zusammen. Und die letzten zwei könnten spannend sein, weil er sagt, sie ist nicht seine Traumfrau, sie ist so ein bisschen irritiert davon und er gibt mir einen Vibe von, wenn ich was Besseres kriege, weißt du, we don't know, abwarten, was sagt ihr dazu? Schreib mir das unter den Kommentaren, ich freue mich, eure Meinung zu hören. Genau, und wenn du noch kein Abonnent bist, dann bleib gerne hier bei uns und vergiss nicht zu abonnieren und zu kommentieren, deine Meinung zu lassen. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Bis dann, ciao.